Für uns ist Carlowitz ein Vorbild und auch ein Anreiz, diese Nachhaltigkeitsstrategie auch konsequent durchzutragen. Alle Bäume abgeholzt und keine Samenbäume belassen. Überall Gras und keine Verjüngung. Wir müssen doch an unsere Nachfahren denken. Das Land braucht eine kontinuierliche, beständige und nachhaltende Nutzung. Es ist wichtig zu planen und zu messen und technische Dinge zu entwickeln, die uns helfen, die Zukunft zu gestalten. Aber noch wichtiger ist es, sich das Staunen über diese wunderbare Natur, über diese herrliche Schöpfung zu erhalten. Wird der Halben die größte Kunst, Wissenschaft, Fleiß und Einrichtung hiesiger Lande darin beruhen, wie eine sotane Konservation und Anbau des Holzes anzustellen, dass es eine kontinuierliche, beständige und nachhaltende Nutzung gebe, weil es eine unentbehrliche Sache ist, ohne welche das Land in seinem Essen nicht bleiben mag. Wir hatten 200, 300 Jahre lang die Möglichkeit, nicht nachhaltig zu leben. Die Carlowitz-Gesellschaft erschließt, das Carlowitzsche Erbe gibt es weiter, nimmt an der Diskussion in dem Suchprozess für eine nachhaltige Entwicklung unserer Welt teil. Und wenn Sie so wollen, haben wir natürlich hier einen Exportschlager erster Güte made in Germany. Nachhaltige Entwicklung. Deutschland ist Vorreiter. Das Fundament ist Carlowitz.